Hallo, in diesem Video sehen wir uns den Konjunktiv 2 genauer an. Zuerst die Sätze. Es, dass er nicht, das, aber schade. Ich, es mir zuvor, aber auch nicht, Fangen wir an. Es hätte sein können. Dass er nicht hätte kommen wollen. Das wäre aber schade gewesen. Ich hätte es mir zuvor aber auch nicht vorstellen können. Es hätte sein können, dass er nicht hätte kommen wollen. Das wäre aber schade gewesen. Ich hätte es mir zuvor aber auch nicht vorstellen können. Und noch einmal. Es hätte sein können. Dass er nicht hätte kommen wollen. Das wäre aber schade gewesen. Ich hätte es mir zuvor aber auch nicht vorstellen können. Es hätte sein können, dass er nicht hätte kommen wollen. Das wäre aber schade gewesen. Ich hätte es mir zuvor aber auch nicht vorstellen können. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann, ciao und jetzt die Wiederholung zum Selbstüben. Hallo, in diesem Video sehen wir uns das Verb brauchen genauer an. Zuerst die Sätze. Warum, du, das. Es ist doch hier, du, es nicht, suchen. Das, niemand, kaufen oder suchen. Man, nur wissen, wo es, suchen, Setzen wir ein. Warum brauchst du das?
Es ist doch hier. Du brauchst es nicht zu suchen. Das braucht niemand. Zu kaufen oder zu suchen? Man muss nur wissen, wo es zu suchen ist. Und noch einmal, warum brauchst du das? Es ist doch hier. Du brauchst es nicht zu suchen. Das braucht niemand. Zu kaufen oder zu suchen. Man muss nur wissen, wo es zu suchen ist. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn das so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann, ciao und jetzt die Wiederholung zum Selbstüben. Hallo, in diesem Video sehen wir uns die Fragen woher, wo und wohin genauer an und das Geschäft und den Laden. Unten findet ihr die Lösungsmöglichkeiten. A. In, B. Vom, C. Im, D. Aus, E. Dem, F. Zum und G. Den. Setzen wir ein. Woher kommt er? Er kommt vom oder aus dem Laden oder dem Geschäft. Wo ist er? Er ist im Laden oder Geschäft. Wohin geht er? Er geht ins oder zum Geschäft, beziehungsweise zum oder in den Laden. Und noch einmal. Woher kommt er? Er kommt vom oder aus dem Laden oder dem Geschäft. Wo ist er? Er ist im Laden oder Geschäft. Wohin geht er? Er geht ins oder zum Geschäft, beziehungsweise zum oder in den Laden.
Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann, ciao und jetzt die Wiederholung zum Selbstüben. Hallo, in diesem Video sehen wir uns die Fragen: Woher kommen Sie? Wo sind Sie? Und wohin gehen Sie genauer an? Und dazu die Wörter überall und hier. Unten findet ihr die Lösungsmöglichkeiten: A. ins, B. hin, C. her, D. in und E. nichts. Setzen wir ein. Woher kommen Sie? Sie kommen überall her. Hierher. Wo sind Sie? Sie sind überall. Hier. Wohin gehen Sie? Sie gehen überall hin. Hierhin. Und noch einmal. Woher kommen Sie? Sie kommen überall her. Hierher. Wo sind Sie? Sie sind überall. Hier. Wohin gehen Sie? Sie gehen überall hin. Hierhin. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn das so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Und jetzt noch einmal die Wiederholung zum Selbstüben. Tschüss!
Hallo, in diesem Video sehen wir uns verschiedene Fragewörter an. Unten die Lösungsmöglichkeiten A. Worüber, B. Worauf, C. Woran, D. Wozu und E. Womit. Hier muss man immer auf das Verb mit Präposition achten. Und nun die Sätze. Punkt, Punkt, Punkt. Beziehen Sie sich? Punkt, Punkt, Punkt. Verfügt sie? Punkt, Punkt, Punkt. Macht man das? Punkt, Punkt, Punkt. Bemalt er das? Punkt, Punkt, Punkt. Bemerkt man das? Punkt, Punkt, Punkt. Diskutieren Sie? Punkt, Punkt, Punkt. Dient das? Und Punkt, Punkt, Punkt. Braucht sie das? Setzen wir ein. Worauf beziehen Sie sich? Sich beziehen auf plus Akkusativ. Worüber verfügt sie? Verfügen über plus Akkusativ. Wozu macht man das? Machen zu etwas oder wofür? Womit oder wozu bemalt er das? Bemalen mit Dativ oder zu Dativ. Woran bemerkt man sie? Bemerken plus an plus Akkusativ. Worüber diskutieren sie? Diskutieren über Akkusativ. Wozu dient das? Dienen zu plus Dativ. Wozu braucht sie das? Brauchen zu plus Dativ. Und noch einmal. Worauf beziehen sie sich? Worüber verfügt sie? Wozu macht man das? Womit oder wozu bemalt er das? Woran bemerkt man sie? Worüber diskutieren sie? Wozu dient das? Wozu braucht sie das? Ich hoffe, dass euch das Video gefallen und geholfen hat. Wenn das so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Und jetzt noch einmal die Wiederholung zum Selbstüben.
Hallo, in diesem Video sehen wir uns verschiedene Artikel und Pronomen an. Zuerst der Text. Kennst du Mann dort sitzt? Nein, ich kenne nicht. Kennst du Frau gerade gekommen ist? Nein, ich kenne nicht. Sollte ich kennen? Und die Lösungsmöglichkeiten sind A, sie, B, die, C, diesen, D, diese und E, der. F, ihn. Setzen wir ein. Kennst du diesen Mann? Akkusativ. Der dort sitzt. Der, Relativpronomen, Nominativ, Maskulin. Nein, ich kenne ihn nicht. Kennst du diese Frau? Feminin, die gerade gekommen ist, Relativpronomen, Feminin, Nominativ. Nein, ich kenne sie nicht. Sie, Akkusativ. Sollte ich sie kennen? Sie, Akkusativ. Und noch einmal. Kennst du diesen Mann? Akkusativ. Der dort sitzt. Der, Relativpronomen, Nominativ, Maskulin. Nein, ich kenne ihn nicht. Kennst du diese Frau? Feminin, die gerade gekommen ist, Relativpronomen, Feminin, Nominativ. Nein, ich kenne sie nicht. Sie, Akkusativ. Sollte ich sie kennen? Sie, Akkusativ. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn das so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Und jetzt noch einmal die Wiederholung zum Selbstüben. Ciao! Hallo, in diesem Video sehen wir uns den Unterschied zwischen wenn, wann und ob an. Zuerst der Text.
Weißt du, Punkt, 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 er wieder kommt. Ich würde gerne wissen, Punkt, 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 er diese Woche kommt. Punkt, 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 musst du wissen, Punkt, 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 und Punkt, 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 er kommt. Sag es mir, Punkt, 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 du es weißt. Setzen wir ein. Weißt du, wann er wiederkommt? Fragewort. Ich würde gerne wissen, ob er diese Woche kommt. Ja oder nein? Konjunktion. Wann musst du wissen? Fragewort. Wann und ob er kommt? Wann? Fragewort. Ob, ja oder nein? Sag es mir, wenn du es weißt. Konditional, Bedingung. Und noch einmal. Weißt du, wann er wiederkommt? Fragewort. Ich würde gerne wissen, ob er diese Woche kommt. Ja oder nein? Konjunktion. Wann musst du wissen? Fragewort. Wann und ob er kommt? Wann? Fragewort. Ob, ja oder nein? Sag es mir, wenn du es weißt. Konditional, Bedingung. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Und jetzt noch einmal die Wiederholung zum Selbstüben. Ciao! Hallo, in diesem Video sehen wir uns es, das und das genauer an. Zuerst der Text. Merkst du nicht, Punkt, 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 alle hier langweilt und, Punkt, 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 du, Punkt, 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 nicht machen kannst. Punkt, 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 ist dumm. Vergiss, Punkt, Punkt, Punkt. Was soll, Punkt, 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 läuft so nicht, Punkt, 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 geht nicht. Und die Lösungsmöglichkeiten sind A, es, B, das und C, das mit zwei S.
Es ist ein Personalpronomen. Das ist ein Artikel, ein Relativpronomen oder ein Demonstrativpronomen. Und das mit zwei S ist eine Konjunktion. Setzen wir ein. Merkst du nicht, das, Konjunktion, das, Demonstrativpronomen oder es, Personalpronomen, alle hier langweilt? Und das Du, Konjunktion, das Demonstrativpronomen oder es, Personalpronomen, nicht machen kannst. Das Demonstrativpronomen ist dumm. Vergiss es, Personalpronomen. Was soll das, Demonstrativpronomen? Das Demonstrativpronomen oder es, Personalpronomen, läuft so nicht. Das Demonstrativpronomen, es, Personalpronomen, geht nicht. Und noch einmal der ganze Text. Merkst du nicht, dass das oder es alle hier langweilt und dass du das oder es nicht machen kannst? Das ist dumm. Vergiss es. Was soll das? Das oder es läuft so nicht. Das oder es geht nicht. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen und geholfen hat. Wenn das so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Und jetzt die Wiederholung zum Selbstüben. Ciao!